Hallöchen, Julian ist wieder da und die Schule ist vorbei. Endlich. Hallo? Hallo, warum ist denn keiner da? Ist doch eigentlich gut, Julian. Denk doch mal drüber nach. Frau Chillig wollte anrufen, weil ich mal wieder wegen irgendwas Ärger bekommen soll. Aber das kann ich ja jetzt verhindern. Aber erstmal muss ich mich ausruhen. Das war ein anstrengender Tag. Ich gucke erstmal ein bisschen Fernsehen oder so. Hey, ich brauche Disziplin. Julian, du darfst keinen Ärger bekommen. Ich muss mich jetzt anstrengen und mir irgendeinen Plan ausdenken. Okay, Frau Chillig will anrufen und das macht sie wahrscheinlich übers Telefon. Das heißt, ich müsste jetzt erstmal das Telefon verstecken. Wo könnte ich denn das Telefon verstecken? Also Mama darf das nicht finden. Oh ja, natürlich im Kühlschrank. Ich meine, was hat ein Telefon im Kühlschrank zu suchen? Da wird sie es wahrscheinlich gar nicht erst finden. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch ein bisschen umdekorieren, damit das nicht so auffällt mit dem Telefon. Oh ja, am besten noch das Sofakissen sein, weil dann wird sie sich gar nicht um das Telefon kümmern. Oh, perfekter Plan. Damit sind all meine Probleme gelöst. Zumindest für heute. Hallo Leute, ich bin von der Schule wieder da. Was ist das denn? Hallöchen, Hanna. Ach nee, Julian, das war's bestimmt du. Jetzt muss ich hier einmal komplett um den Tisch rumlaufen. Oh, ganz ehrlich, Julian, du hast doch wieder irgendwas ausgefressen. Was soll das denn? Also, willst du irgendwas verbergen? Verbergen? Nein, ich möchte jetzt nicht auf den Berg oder so. Ach so, du meinst irgendwas? Nö, gar nicht. Mm-mm. Oh, Julian, also, als ob ich blöd wäre. Bestimmt hast du das Telefon versteckt. Oder bestimmt bekommst du wieder einen Anruf aus der Schule, weil du wieder was ausgefressen hast. Ich gehe nach oben. Hä? Also, wie ist Hanna auf diese Idee gekommen? War das so offensichtlich oder was? Oh, Julian, das ist manchmal so nervig. Was sollte das denn da, die Pflanzen, die Topfpflanzen umzustellen? Ach Mann, was hat der wohl wieder gemacht? Oh, klasse. Hanna ist in ihrem Zimmer. Das heißt, wenn sie da nicht rauskommt, dann kann sie mich auch nicht petzen, wegen der Sache in der Schule. Also wird es Zeit für meinen nächsten Plan. So, und direkt noch umsetzen. Oh, gar nicht so einfach. Ich sollte ein bisschen mehr Milch trinken und ich muss es auf jeden Fall vor die Tür da packen, an die Treppe, damit sie nicht mehr rauskommt. Und jetzt ist sie sogar umgefallen. Klasse. Hä, was war das denn für ein lautes Geräusch? Och, was ist das denn da vor meiner Zimmertür? Das ist doch das Regal aus Julians Zimmer. Und der Einzige, der zu Hause ist, ist Julian. Also, was soll das? Was ist das wieder für ein komischer Plan? Och, Pialein, du hast dich total erschreckt. Das war auch ein lautes Geräusch. Was soll das von Julian? Warum macht der immer so einen Blödsinn? Sehr gut. Hanna kommt da auf gar keinen Fall raus. So, und jetzt gehe ich mal wieder nach unten. Oh, oh. Ist das etwa das Telefon? Ja, das Telefon klingelt, glaube ich. Naja, gut. Ich weiß ja, wo es ist. Hier im Kühlschrank. Vielleicht ist Frau Chillig dran. Und dann sage ich einfach, nö, keine Zeit und was weiß ich. Ja, hallo? Julian Vogel? Wer ist dran? Wer ist Ach, Mama. Ach so, hallo. Ja, Julian. Ja, bei uns ist alles in Ordnung. Alles super. Das ist doch wohl echte Frechheit. Was soll das denn? Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Naja, ich musste hier wieder alles umbauen. War wohl zu offensichtlich. Wenn das Hanna gemerkt hat, dann wird es auch Mama merken. Naja gut, dann muss ich noch meinen Rucksack nach oben packen, weil da sind noch die Hausaufgaben und so. Und naja, ich muss sie ja auch verstecken vor Mama, bevor sie die kontrolliert. Wenn Julian denkt, ich komme hier nicht raus, dann hat er sich ordentlich geschnitten. Das schaffe ich schon, obwohl das ganz schön eng ist. Um diese Hausaufgaben geht's, weil ich die wohl nicht richtig gemacht habe, hat Frau Chillig gesagt. Die muss ich jetzt unter meiner Matratze am besten verstecken. Oh Mann, ich glaube, ich war noch nie so wütend auf Julian wie heute. Der hat einfach Pia erschreckt. Wie kann er sowas machen? Und hat mich in meinem Zimmer eingesperrt. Julian Vogel, was sollte das? Warum hast du mich eingesperrt? Wie bitte? Ich habe dich eingesperrt? Natürlich du! Wie soll ich das denn machen? Und ich habe das gerade ganz genau gesehen, was du da oben gemacht hast. Was meinst du? Also, ich habe meine Hausaufgaben da oben nicht versteckt. Oh, Mann. Boah, Julian, ganz im Ernst. Also, wenn es nach mir geht, bekommst du 10 Jahre Hausarrest. Erst sitzen das in der Schule, das hat Mama mir auch erzählt. Und jetzt sowas alles heute. Du kannst mich doch nicht einfach einsperren. Also 10 Jahre Hausarrest, das heißt, ich müsste 10 Jahre hier in meinem Zimmer bleiben. Oh nein. Ganz genau, du wirst jetzt die nächsten 10 Jahre in diesem Zimmer verbringen. Oh, kann ich nicht wenigstens mein Tablet noch haben? Ich meine, das brauche ich, sonst ist mir alles andere ziemlich egal. Hey, stopp. Hanna, was wird das? Also, dein Tablet wirst du ganz bestimmt nicht bekommen. Beim Hausarrest wird das einkassiert und das nehme ich jetzt. Oh, ist das langweilig. Kein Tablet, nichts anderes. Mir ist langweilig. Julian, du, ich habe gehört, du bleibst die nächsten 10 Jahre hier drin. Ich meine, dann wirst du bestimmt Hunger bekommen. Oh ja, auf jeden Fall. Also Pommes wäre jetzt gut und ein Burger oder auch Pizza. Und Donuts nicht vergessen, bitte. Naja, tut mir leid, das geht nicht. Also für dich gibt's eigentlich nur Spiegeleier. Oder wenn du auch unbedingt möchtest, gekochte Eier. Oh, Papa, jetzt wirklich, dein Ernst? Das kann doch kein Mensch essen. Wie wär's mit Burger und Pizza? Julian, du hast 10 Jahre Hausarrest. Da gibt's ganz bestimmt keine Sonderwünsche. Weißt du was, ich bin ein guter Vater. Du kriegst sogar einen Apfel von mir. Papa, habe ich das da gerade richtig gesehen? Du gibst Julian einfach einen Apfel? Also das war so nicht abgesprochen? Aber Hanna, Schatz, meinst du nicht, dass 10 Jahre Hausarrest ein bisschen zu hart sind? Ich meine, ein Apfel schadet da doch nicht. Na gut.
gut, das sollte aber eine Ausnahme bleiben. Mir fällt da noch was ein. Was ist eigentlich, wenn Julian auf Toilette muss? Hm, der braucht noch seine eigene Toilette in seinem Zimmer. Oh, super, jetzt habe ich hier keinen Schreibtisch mehr, aber eine eigene Toilette. Aber jeder kann es sehen. Klasse. Hey Leute, mir ist schon ein bisschen langweilig. Kann ich hier nicht raus oder irgendeine Show hier sehen? Irgendwas? Hallo Julian, na, ich wollte dich mal hier besuchen. Aha, toll hast du es hier. Sag mal, wie bist du hier reingekommen? Na, ich kann hier einfach durch die Gitterstäbe kriechen. Aber hier ist es echt total öde, ich gehe wieder. Also, wenn du willst, könntest du ja mit mir Puppen spielen. Ich bin jetzt drüben in meinem Zimmer und du wirst hier wahrscheinlich versauern. Ich fasse es nicht, dass ich das sage, aber ich wünschte, ich könnte mit Emma Puppen spielen. Hanna, ich finde das echt super, dass du es endlich umgesetzt hast, dass Julian jetzt 10 Jahre Hausarrest hat. Er hat sich auch wirklich genug geleistet in letzter Zeit. Aber wenn er sich jetzt denkt, dass er dann nicht mehr zur Schule muss, dann hat er sich wirklich geschnitten. Zur Schule muss er trotzdem. Oder sagen wir es mal so, die Schule kommt zu ihm. Hallo Frau Chillig, hallo Herr Chillig. Schön, dass Sie da sind, wirklich ganz toll. Also seitdem Julian nicht mehr bei uns in der Klasse ist, ist es wirklich viel angenehmer im Unterricht, muss ich schon sagen. Also dafür nehmen wir das wirklich gerne in Kauf, dass wir einmal am Tag hier hinkommen und mit ihm Unterricht machen. Frau Chillig, was wollen Sie denn jetzt hier? Naja, was wohl? Julian, hier ist schon mal Stift und Heft, wir schreiben gleich ein Diktat. Was? Ein Diktat? Und ich muss hier drinnen bleiben? Können wir das nicht wenigstens in der Schule machen oder so? Oh Mann. Die Schule, Julian, die wirst du so schnell nicht mehr wiedersehen. Die Hausaufgaben, die machst du jetzt bis morgen dann. Ja, super, jetzt habe ich hier super viele Aufgaben bekommen. Und die soll ich bis morgen machen? Oh Mann, langweiliger geht's nicht. Okay, Julian, dann bis morgen. Bis dann. Und wehe, du machst deine Hausaufgaben wieder nicht, Julian. Also ich gehe ja wohl schwer davon aus, dass er diese Hausaufgaben erledigt. Er hat ja sonst nichts zu tun da in seinem Zimmer. Also eigentlich ist das richtig gut, dass Julian nicht mehr aus seinem Zimmer rauskommt, weil jetzt kann ich den ganzen Flur auch noch zum Spielen nutzen. Also ich finde das echt gut, Julian. Siehst du mich hier unten? Hallo? Ich finde es schon schade, dass das nur für 10 Jahre ist. Können wir nicht 20 draus machen? Oh nein, 10 Jahre sind schon lang genug. Das ist doch furchtbar in einem Zimmer. Naja, schön und gut, Hanna. 10 Jahre Hausarrest. Genau. Aber gut geplant ist das nicht. Wo ist mein Tablet? Naja, du bräuchtest ja kein Tablet. Du würdest immer nur Hausaufgaben machen, schlafen, auf Toilette gehen. Mehr nicht. Das kommt sowas von nicht in Frage. Ich meine, okay, ich wollte nicht Bia erschrecken, das war wirklich nicht extra, aber 10 Jahre Hausarrest, von was träumst du eigentlich? Also ich hätte nichts dagegen und Mama und Papa fänden es bestimmt auch gut. Ich bin jetzt auch mal wieder da, aber Julian und Hanna, die sitzen da im Zimmer einfach auf dem Boden und erzählen sich Geschichten. Normalerweise verstehen sie sich nicht ganz so gut. Na, ihr beiden kann ich an eurem Gespräch teilhaben, worum geht's denn? Also Hanna sagt, ich soll 10 Jahre Hausarrest bekommen, weil ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Ziemlich blöde Idee, oder Mama, was sagst du? Aha, Hausaufgaben nicht gemacht, das höre ich wirklich ungerne. Was? Also, nein, ich habe die Hausaufgaben gemacht. Ich meinte nur, falls nicht und, oh nein. Julian, ich weiß schon, dass du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Ich habe schon mit Frau Chillig telefoniert. Du brauchst das nicht von mir zu verbergen. Was? 10 Jahre Hausarrest. Also, vielleicht ist das gar nicht so eine schlechte Idee. Ich meine, bei all den Sachen, die du dir in letzter Zeit geleistet hast, ist das bestimmt angebracht. Ha, Julian, siehst du, ich hab's gleich gesagt. Mama und Papa gefällt bestimmt die Idee. Naja, gut, okay, ich hab die Hausaufgaben vergessen, aber 10 Jahre Hausarrest, das wäre ein bisschen too heavy. Das wäre viel zu viel. Na gut, dann mache ich jetzt eben meine Hausaufgaben.